Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Wobbly Life gemeinsam mit MacFox. Heute werden wir in der Holzindustrie tätig. Ob wir dafür allerdings geeignet sind, das dürft ihr gerne selbst beurteilen. Vorher seid doch gerne noch so lieb und lasst eine kleine Bewertung und auch gerne einen Kommentar für den Algorithmus da und vergesst nicht auch mal auf twitch.tv/malvini vorbeizuschauen, um mal live dabei zu sein. Halt, stopp! Nur kurz versprochen. Denkt daran, dass die Qualität niedriger ist, weil Stream Capture und so weiter. Ihr wisst schon. So, jetzt aber. Let's go! Dann könnten wir natürlich nochmal, wenn du möchtest, ein Dschungelabenteuer machen. Oder wir gehen erstmal Holz hacken und noch ein bisschen Kohle verdienen. Ja, lass uns Kohle verdienen. Okay. Dann sind wir jetzt eigentlich gerade ziemlich. Doof. Okay, weißt du was, wir springen einfach ins Wasser. Ich glaube, das ist besser. Weil das ist quasi genau neben uns, nur an Land. Ich bin tot. Verräter! Toll, und ich bin auch noch genau auf der falschen Seite. Alter, du willst mich doch verarschen, Spiel. So, ich hole mir jetzt mein Auto. Mal gucken. Oh nee, wir wackeln jetzt mal eine Runde. Miau, ich bin cool. Okay. Ich fahre eine Harley mit Doppelauspuff. Allerdings wird mir gerade ein bisschen schlecht. Das ist ganz schön wackelig. Ich fahre quasi gerade auf dich zu. Aber ich bin an Land und du nicht. Wer sagt das? Boah, Alter, voll die geile Tour hier, ne? Ich sag's ja. Leute. Ich sag... Ah! Pff. Also ich bin schon da. Bist du gar nicht, Edge. Ich glaube nicht, dass du hier mitfahren kannst. Das ist ein Einsitzer. Aber du kannst dich festhalten. Vielleicht kann ich dich mitnehmen. Yay! Irgendwie bin ich langsamer, wenn du hinten dran hängst. Aber egal, wir kommen schon an. Ah, Hilfe! Was tust du? Ich habe nichts gemacht. Kennst du auch für mich zu manipulieren? Ich habe in dem Moment gerade nicht gelenkt. Ich auch nicht. Was hast du? Ich habe keine Ahnung. So. Oh Gott. Okay. Das war eingepackt. So. Hi, Sir, Ma'am, was auch immer. Wir wollen arbeiten. Was tust du da? Hallo, kannst du mal meine Maschine in Ruhe lassen? Die war teuer. Actually hat sie mich nichts gekostet. Ich habe sie irgendwann... Interagiert, ja, okay, oder so. Wir wollen einen Job haben. Dankeschön. So, schnapp dir eine Axt, ist ganz wichtig. Und dann rein in so ein Auto hier. Ich krieg's gerade nicht auf jetzt. Rein damit. Super. Wieder zumachen. Ah! Jetzt. So. Hier sind nämlich jetzt überall so Bäume, die markiert sind. Ich lasse dich hier mal raus. Du nimmst dir deine Axt, hackst den ab, ich nehme die anderen und hol dich dann ab. Meinst du, ich schaffe nur einen? Okay. Nein, du kannst auch mit dem Baum hinterherkommen, das ist mir egal. Der ist kaputt. Das ging aber schnell. Ich bin ja auch ein Profi. Okay. Ach, aua. Aha. Boah, das ging aber schnell. Lol. Hilfe. Ja. Ich habe den Baum denkbar ungünstig in der Hand. Leider. Okay. Wunderbar. Rein mit der Axt oder willst du dich im Auto festhalten? Ja, okay, oder so. Ist denn hier... Warte mal, ich mache nochmal zu, nicht, dass du die Bäume verlierst. Ich würde die Bäume... Mann! Dieses Sch... Okay, wo ist denn noch einer? Ich laufe sonst hin. Warum wir denn? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, so viele wie möglich. Okay. Halt, stopp! Fahr doch nicht weg! Wo willst du hin? Ach, hör auf rumzuheulen da hinten. Soll ich aussteigen, du Bommelfuzzi? Mann, ich sehe nichts, die Kamera. Okay. Okay, warte, ich mach gleich zu. Okay, ich habe zugemacht. Kannst losfahren. Wohin? Ja, zum nächsten. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo sind denn noch welche? Wir müssen vor allem zusehen, dass wir uns jetzt wieder langsam in Richtung zurückbewegen, weil auch wenn wir nur drei haben,
Aber sonst schaffen wir das nachher nicht, weil die müssen auch noch verarbeitet werden. Hier ist noch einer. Ja, dann musst du den jetzt selber aufladen. Ach so, nee, du bist da oben. Ja, okay, gut. Alter, wie weit ist denn das? Alter, das ist einfach zu Fuß. Ja, nee, komm mal lieber runter, wir haben sonst keine Zeit mehr. Ey, warum hat man denn für diesen Job nur so wenig Zeit, Junge? Willst du mich verarschen? Das dauert halt richtig lang und wir haben nur noch 1,5 Minuten Zeit. Das ist ja voll unfair. Selbst zu zweit, das ist ja kaum zu schaffen. So, du musst auf ihre Seite, nicht zu mir. Du musst auf ihre Seite, genau da, wo wir den Job angenommen haben. Ich komme. So, aufmachen. Bin dabei. Perfekt. Und Bäume snacken. Nicht fahren! Bin ich doch nicht! Doch, du bist eingestiegen. Nein, ich krieg den nicht. Jetzt. Oh Gott. Was hab ich denn hier gemacht? Okay, du packst den letzten rein. Ich hol schon mal die Bretter. Ah, Hilfe! Das lässt sich nicht. Scheiße! Jetzt. Oh Gott, was ein Stress. Ich krieg's nicht. Ich krieg das nicht. Scheiße, Mann. Jetzt. Okay. Oh, dunk. Okay, das war nicht wirklich viel. Hast du's? Ja, Gott sei Dank. Okay. Wir kriegen nur 30, Junge. Warum kriegt man denn so wenig Zeit dafür? Ey, das ist ja voll fies. Ich glaube, ich gucke mir später Wobbly-Live-Videos an von Paddy und Manu. Durch euch bin ich glücklich, weil es einfach schön und lustig sind. Oh, süß, danke. Ja, man kann das halt nicht mit den beiden vergleichen, das ist gar keine Frage. Wenn die das spielen, ist das was ganz anderes. Aber es ist halt einfach so ein geiles Spiel. So. I mean, ich würde das sofort mit Paluten spielen, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, nein. Ein bisschen. Ich bin halt auch nicht Manu, hallo? Oder Maxi, hat das ja auch schon mit Maxi gespielt. Du musst das auch mit den richtigen Leuten spielen, sonst macht's keinen Spaß. Stimmt, wir könnten uns auch Haustiere kaufen. Ja, sowas. Stimmt. Ich habe nicht verstanden, was du gerade gesagt hast. Ich hätte gesagt, Mühlewind. Ach so. Scharfe Kurve. Oh Gott, ich habe nicht aufgepasst. Ich hab's. Oh, ich habe noch gebremst, Gott sei Dank. Wo müssen wir überhaupt lang? Zurück. Also du musst jetzt hinter dir. Ja. Einfach mal einen kleinen Unfall gehabt. Kann passieren. Würde ich so jetzt nicht sagen. Das war Schleudertraining. Stimmt. Driften. Ich hab's ja geschafft. So, und jetzt ist es nämlich auch gleich. Ach nee, es ist Abend. Schade, was rede ich? Stopp, ich bin falsch. Ach nee, bin ich nicht. Hä, nee. Wir wollten doch zum ATM. Wo waren denn nochmal welche? Mitten in der Stadt, glaube ich. Überall sind hier welche. Am Hafen sind doch auch welche, oder nicht? Keine Ahnung. Wir müssen auch noch daran denken. Wir können sonst gleich mal schlafen, wenn wir hiermit durch sind. Aber wir können auch direkt zur Bank. Weil wir müssen auch noch endlich deinen nächsten Detective-Job mal machen. Ich bin zu dumm für diesen blöden Kofferraum. So. So, rein da. Hallo, ich will was abgeben. Dankeschön.